Die Ostseeinsel Usedom, knapp 3 Autostunden von der Hauptstadt entfernt, wird auch die Badewanne Berlins genannt. Sonne, Meer, kilometerlange Sandstrände und die Strandkörbe. Mehr als 100 davon gehören Andreas Iden. Morgens um 7 Uhr überprüft er die Körbe, lange bevor die Urlauber kommen. Strandkorb, das gehört dazu. Das ist also irgendwie Ostsee. Die Deutschen brauchen einen Anlaufspunkt, ne? Wenn sie an den Strand kommen. Hier sind wir, Nummer 18, mein Domizil für heute. Usedoms Seebäder reihen sich entlang der Ostseeküste. Die 3 größten, Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin, nennen sich Kaiserbäder, weil sogar Kaiser hier logiert haben. Die haben längst abgedankt, aber die Promenaden und Villen der alten Bäder haben sich gehalten. Strandkorbverleiher Andreas Iden öffnet dann nach einer Stunde Vorbereitung um 8 Uhr seinen Kiosk. Stammgast Achim kommt um diese Zeit schon vom Schwimmen und hat die Wassertemperatur geprüft. Auch sonst macht er sich nützlich. Achim, was willst du das alles lesen heute wieder? Was? Hast du dir das vorgenommen, wa? Guck nicht so böse. Mach mal schön sauber, dass die Urlauber keinen Sand an die Füße kriegen. Hier fehlen die Äste. Hier darf jeder helfen. Der nicht bei 3 auf dem Baum ist, der muss mitmachen. Der Achim kommt uns immer besuchen und ist ja. Wie lange bist du hier, Achim? Von Mai bis September, ne? Und dann kommt er jeden Morgen zum Kaffee. Von Juni. Die morgendlichen Vorbereitungen sind Routine. Neu ist die kleine Kaffeepause. So, fährt man los. Das sind die entspannenden 10 Minuten. Ja, da hat man noch die Ruhe, da hörst du noch was vom Meer rauschen, das hörst du dann am Tag näher nicht mehr, wenn die Kinder schreien und toben. Oh. Komm so ran hier, Junge. Genau. Traumhaft. Schönste Zeit. Also Achim hat das ja eingeführt und eigentlich ist das schön, wenn man da noch mal 10 Minuten so das für sich hat. Der Ahlbecker Hof, schon vor 100 Jahren ein First-Class-Hotel. Im Zweiten Weltkrieg diente es dann als Lazarett und zu DDR-Zeiten als Gewerkschaftshaus Ostseeheim. Nach der Wende wurde das Hotel im alten Stil grundsaniert. Der Glanz war weg. Bernd Kratzel ist hier seit 15 Jahren Wagenmeister und Page. Er stammt aus Thüringen. Der Ahlbecker Hof hat Standardzimmer mit und ohne Meerblick, auch Luxussuiten und die Kaisersuite. Vor kurzem war Königin Silvia von Schweden hier zu Gast. Das war sehr aufregend. Das war auch ein Erlebnis. Man macht es ja auch nicht jeden Tag, dass man eine königliche Hoheit erlebt. In der Kaisersuite schlafen sonst Politiker, Geschäftsleute oder auch mal bekannte Sportler oder Schauspieler. Die wollen ungestört sein. Die wollen einfach mal abschalten von ihrem Alltag und wirklich mal für sich alleine sein. Und nicht jetzt von irgendwelchem Publikum umrangelt werden. Wobei, das kriegt man doch schnell mit, wo auch immer die Informationen kamen. Nicht von mir. Dankeschön. Bitte sehr. Dann wünsche ich Ihnen einen ganz wunderbaren, tollen Aufenthalt. Ich darf schon mal freundlicherweise den Autoschlüssel bekommen. Als Wagenmeister ist Bernd Kratzel für die Autos der Gäste zuständig und muss sie in die Tiefgarage fahren. Also den stärksten, den ich jetzt unter mir hatte, war der McLaren Mercedes. Aber schlecht war auch nicht der Ferrari. Wir hatten Maserati hier, wir hatten Hammer hier gehabt, wir hatten die Viper hier gehabt. Aber den durften wir leider nicht fahren. Sicherlich fühlt sich das gut an, als wenn Sie Cockpit sitzen. Ich wollte schon gar nicht mehr in mein PKW reinsteigen, nachdem man den ganzen Tag solche Sportwagen gefahren hat. Es war schon ein merkwürdiges Gefühl. Ich habe einen Ford Focus. Ich bleib halt auf dem Teppich.
Brigitte Will ist für eine gepflegte Promenade in Ahlbeck verantwortlich. Die beste Zeit zum Harken ist morgens zwischen 6 und 9 Uhr, vor dem Ansturm der Sommerfrischler. Wenn natürlich Trockenheit ist, automatisch staubt es. Ja, und wenn man dann morgens hakt und kratzt, dann braucht man nicht Rücksicht nehmen auf die Gäste, dann ist man ja noch alleine, ne? Und wenn der Gast vom Frühstückstisch aufsteht und dann hier spazieren geht, muss die Welt in Ordnung sein. Heute kommen die Urlauber nach Usedom, um sich zu erholen. Im 19. Jahrhundert ging es vor allem ums Repräsentieren. Der Adel und später auch das betuchte Bürgertum zeigten sich gerne auf der Strandpromenade. Man flanierte der Mode entsprechend große Sonnenhüte, Sonnenschirme, große lange Kleider. Man kleidete sich in Berlin extra ein für den Urlaub nach dem Motto Sehen und gesehen werden. Ich promeniere, ne? In Sichtweite vom Ahlbecker Hof legen die letzten Strandfischer ihre Netze aus. Die meisten Fischer haben längst aufgegeben oder umgeschult. Uwe Krüger arbeitet schon in sechster Generation auf dem Kutter. Als Kind bin ich schon mit 4, 5 Jahren bei meinem Opa mitgefahren zum Fischen. Und mein Enkel, der ist jetzt auch 5 Jahre, der kommt auch schon mit bei uns. Und das macht ihm auch sehr viel Spaß. Und vielleicht kriegen wir noch mal die 7. Generation, ist ja jetzt mein Schwiegersohn. Und die 8. Generation wäre dann mein Enkel. Die Stimmung unter den Fischern ist total im Keller. Wir haben früher am Tag hier als Strandfischer 80 Zentner, 60 Zentner gefangen. Die Strandfischerei war natürlich auch Quälerei. Wir haben alles früher mit den Händen aus dem Wasser ins Boot reingezogen. Aber wenn mal ein Sturmtag war, haben wir auch alle zusammengesessen in irgendeiner Fischerhütte und haben uns auch mal einen kleinen Schnaps gegönnt. Jetzt ist der Schnaps ziemlich alle, weil wir ja immer weniger Fischer werden. Ne? Und die Frauen meinen immer, wir haben unser, was wir im Leben trinken sollen, schon lange weg. Die Fangquoten sind beschränkt. Von der Fischerei allein kann niemand mehr leben. Vielleicht haben die Gäste bald keine alten Kutter mehr zum Bestaunen und Fotografieren. Uwe Krüger betreibt mit seiner Familie noch ein Fischrestaurant, um genug zu verdienen. Gegen 10, 11 Uhr, nachdem die Urlauber in Ruhe gefrühstückt haben, beginnt auf Usedom der Badebetrieb. Andreas Idens Frau Natascha hat die Einkäufe erledigt und kommt jetzt als Verstärkung zum Kiosk. Andreas Iden ist am Strand aufgewachsen. Das Elternhaus stand 100 Meter entfernt von hier. Ja, meine Eltern hatten immer 2 Strandkörbe, so diese DDR-Modelle noch, ne? Wir waren Outdoor-Kinder, ne? Wir waren unterwegs, schwimmen oder buddeln, machen, tun, aber nicht im Strandkorb sitzen. Das war zu langweilig. Bin ich heute noch nicht dafür. Ich habe bis jetzt vielleicht, weiß ich, mache das jetzt hier 12 Jahre, den Verleih. Haben noch keine Stunde im Strandkorb gesessen. Was soll's so? Könnte ich ja jeden Tag machen. Das ist ein gutes Gefühl, wenn man weiß, man kann es. Nach der Wende begann Andreas Idens Mutter mit 2 Familienstrandkörben den ersten privaten Strandkorbverleih. Als Sohn Andreas den Betrieb übernahm, waren es schon 60. Inzwischen hat er mehr als 100 Strandkörbe. Und die sind bei gutem Wetter schnell vermietet. 4. Und einer davon ist noch kaputt, den müssen wir noch fix reparieren.
In den Seebädern der Insel prägen Sommervillen das Bild. Wer es sich Ende des 19. Jahrhunderts leisten konnte, ließ sich eine Villa in Strandnähe bauen. Nach der Wende wurden viele Häuser liebevoll restauriert. Bernd Kratzel holt Gäste vom Flughafen ab. Im Oldtimer. Das Hotel setzt auf Tradition. Jede Sommerresidenz ist bis ins Detail gestaltet. Fast alle haben Balkone, Lodgen, Erker und Stuckverzierungen. Hier sind schöne Bossen zu sehen, hier oben. So, dann die Gesimse. Und zusätzlich mit die Kapitelle, das ist eine sehr schöne Sache. Ja. Aber hier ist auch sehr gut. Die Fotos im Archiv der Historischen Gesellschaft sind die Grundlage für die Arbeit des Stuckateurs. Roland Grimm renoviert Villen im historischen Stil. Wenn er anfängt, ist oft kein Stuck mehr da. So auch bei dem Haus, an dem er gerade arbeitet. Sagst du wieder, wir brauchen jetzt was vom Zinnewitz. Ach, hier ist das ein Zinnewitz, genau. Ja, genau das ist das, was wir brauchen. Das ist das. Das ist das, was wir brauchen. Weil ich jetzt zur Zeit hier oben bei bin, an den Turm. So, und hier oben in diesem Bereich, praktisch wo das Gesims ist, dieser ganze Aufbau, der ist komplett weg und den muss ich jetzt neu machen. Umso mehr Stuck oder Ornamente dran waren, umso mehr Geld war vorhanden. Das war, jeder wollte damit irgendwie ein bisschen prunken. Es ist kein Haus gleich. Das werden Sie ja nicht finden, dass Sie ein Haus sagen, das ist genauso wie das andere, das finden Sie ja nicht. Denn hier sieht man ja alles drin. Hier sieht man praktisch den Barockstil, hier sieht man den Jugendstil drin. Deswegen, das ist alles zusammengewürfelt und jeder hat nach seinem Geldbeutel praktisch die Häuser verstärkt, so wie er gerne möchte. Wir sind hier als Kinder sehr viel spazieren gegangen. Das ist das, was mich eigentlich sehr fasziniert hat. Ne? Und da habe ich gesagt, also irgendwie man müsste dieses Handwerk mal ausüben. So, und das hatte ich eigentlich Jahrzehnte versucht und jetzt eigentlich nur sind wir dabei. Besuchen wir Heringsdorf, Ferienparadies für Tausende von Werktätigen. In der DDR wurden aus den noblen Seebädern Erholungsorte für Arbeiter. Campingplätze entstanden, die Villen wurden verstaatlicht und zu Erholungsheimen umgebaut. Da waren der Stuck, die Schnörkel und die Verzierungen nicht wichtig. Sie verfielen oder wurden bei Renovierungsarbeiten abgeschliffen. Wie so viele der Villen war auch die Villa Gruner im Krieg ein Lazarett. Zu DDR-Zeiten diente das Haus als Telefonzentrale, Unterkunft für Arbeiter und Schulküche. Uwe, hier. Wenn du jetzt hochgucken tust, hier haben wir noch einen dran. Da oben. Wir sollten das glatt machen, eindeutig zu sehen. Da oben ist ein Gesims. Und wenn du seine Zeichnung gesehen tust, die er unten gemacht hat, da hat er zwar einen angedeutet, aber er wusste auch nicht genau, was los war. Und hier haben wir es hundertprozentig. Stuckateur ist ein Handwerksberuf. Aber im Gegensatz zu den Maurern oder Zimmerleuten auf der Baustelle ist Roland Grimm oft tagelang als Forscher unterwegs, bevor er mit der eigentlichen Arbeit beginnen kann. Hier ist der Kleber. Jo, alle willkommen. Guck mal, wo dünn hier ist. Ja, sieht gut aus. Roland Grimm macht seine Forschungsarbeit unentgeltlich. Das ist ihm egal. Am Ende soll das Haus genauso aussehen, wie es mal war. Uwe, mal sehen, was dein Kleber taugt. Diese Villa Gruner, die wollte ich schon immer machen. Also schon zu DDR-Zeiten, da habe ich mich hier eigentlich immer sehr stark für interessiert. Aber da wurde ja nie dran gebaut im Großen und Ganzen. Und nach der Wende war ich gleich der Erste da und habe mich gemeldet, dass ich hier den Stuck machen wollte. Da hat er gesagt, ja, müssen wir mal sehen. Er hat noch eine kleine Villa in Albeck, wo sie gerade bei waren. Dann habe ich die kleine Villa fertig gemacht und jetzt bin ich hier. Also mein Traum hat sich in der Hinsicht erfüllt.
Im Hinterland Usedoms verbirgt sich eine ganz andere Welt. Das Achterwasser mit seinen Schilfgürteln. Seen, Wiesen, Felder, Wälder. Und kleine Dörfer mit redgedeckten Häusern. Hier haben Fischer und Bauern gelebt, bevor Urlauber die Insel entdeckt haben. Auf der winzigen Insel Schadefähre im Achterwasser schneidet Karl-Heinz Spiegel im Winter Schilfrohr. In den Monaten danach säubert und bündelt er das Rohr und verkauft es an Dachdecker. Na, ich persönlich finde das hier schöner als an den Seebädern. Manche können da einen ganzen Tag liegen, aber ich nicht. Wenn ich hier arbeite, hören Sie mal, hier haben Sie nichts weiter wie Vogelzwitscher, aber kein Auto, hier hört man gar nichts. Als junger Mensch habe ich schon mit der Sichel angefangen, Rohr zu schneiden. Und da haben wir uns dann immer ein bisschen unser Taschengeld aufgefrischt. Nach der Wende wird das Rohr so gebraucht, da wird es überall noch eingeführt, da kommt es von Ungarn und sonst woher. Inzwischen werden nicht nur die alten Bauern- und Fischerhäuser renoviert, sondern auch Ferienhäuser mit Schilfrohr gedeckt. Die Rohrdachdeckerei hat Konjunktur. Auch heute wartet ein Dachdecker auf Nachschub. Holger Laban kauft regelmäßig bei Karl-Heinz Spiegel Schilfrohr. Auf dem Weg zu seiner Baustelle begutachtet Holger Laban noch ein Dach, unter dem sich Marder eingenistet haben. Nein, den kriegen wir auf jeden Fall weg, indem wir den First praktisch erneuern. Ja. Dann ist das Moos auch in dem Bereich wieder weg. Hier wohnt Hark Petzeli. Er leitet die Küche im Albecker Hof. Hark Petzeli war schon 28 Mal umgezogen, bevor er sich auf Usedom niederließ. Seit 10 Jahren lebt er jetzt auf der Insel. Aber würde von der Optik her sich nicht großartig verändern? Nein, die würden nicht mehr so auffallen wie jetzt okay. Die Hölzer. Hm? Ne? Regelmäßig streift Hark Petzeli durch die Gegend, immer auf der Suche nach Kräutern für seine Küche. Schon auf dem Kirchhof gegenüber seines Hauses wird er fündig. Gundermann, so ein Kraut, was sehr herb ist im Geschmack, aber in der Kombination mit Quark oder Joghurt sehr schön ist. Mal sehen, vielleicht finden wir noch ein bisschen Vogelmiere, kann man hervorragend als Salat machen. Oder ja, auch als Gemüse wie ein Spinat zubereitet. Es ist ja so eine kleine Enklave hier. Und für mich, der ein bisschen Trubel hat, eigentlich sehr nett zum Entspannen, ganz ruhig. Vor 10 Jahren habe ich noch in den Kaiserbädern gewohnt, hatte da auch einen Telefonanschluss. Und das bedeutete, wenn es irgendwelche Fragen gab, hat man mich auch angerufen und meistens bin ich dann noch in Betrieb gegangen. Seitdem ich hier wohne, passiert das so nicht mehr. Man muss einfach mal durch die Wiesen gehen und dann findet man einfach genügend Sachen, die man halt auch in der Küche gut verarbeiten kann. Und dann kann das geradezu so ein Sport werden, zu sehen, was gibt es noch. Hark Petzeli will die Insel schmecken. Im Lieper Winkel, einer Halbinsel im Achterwasser, findet er alles, was er braucht. Und er hofft, dass auch in den nächsten Jahren kein Funkmast für bessere Mobilfunkverbindungen aufgestellt wird.
Holger Laban renoviert alte Häuser, baut sie um oder deckt Neubauten mit Schilfrohr. Immer mehr Hausbesitzer lassen sich von dem Material überzeugen. Nicht nur, weil es schön aussieht, sondern auch, weil es gut dämmt. Früher wurde aus Not mit Schilfrohr gedeckt. Es kostete nichts, man musste es nur schneiden und verarbeiten. Und die Bauern legten selbst Hand an. Der Beruf des Rohrdachdeckers war noch nicht erfunden. Ich habe das praktisch als Jugendlicher auf dem elterlichen Hof miterlebt und auch schon mitgeholfen. Mein Großvater, der ist Fischen gefahren und meine Oma hat zu Hause das Vieh versorgt. Das waren fischende Bauern. Ich habe in dem Rohr mein Material gefunden. Gerade auf den Dörfern hier die Fischerkarten oder Häuser, die mit Rohr gedeckt sind, die haben eine ganz andere Geschichte. Die strahlen viel mehr Ruhe aus, als wenn man jetzt eine schön hergerichtete Villa auf der Promenade hat. Ne? Gegen 17, 18 Uhr haben sich auf Usedom die Strände geleert und die Promenaden gefüllt. Die Urlauber gehen vor dem Essen noch ein bisschen spazieren und die Restaurants bereiten sich auf die hungrigen Gäste vor. Denk dran, dass du mir ein paar Blüten zum Ausbacken überlässt, ne? Jo. Vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig. Hark Bezeli steht immer schon ab 10 Uhr morgens in seiner Küche im Albecker Hof, um die Menüs für das Abendessen vorzubereiten. Ab 18.30 Uhr kann dann bestellt werden. So, Vladi, mal sehen, wie das wird mit den Blüten. Morgens gepflückt, landen die frischen Kräuter jetzt in der Pfanne. Auch Fisch und Wild stammen häufig von der Insel. Mit seinem Team kocht Hark Bezeli jeden Tag etwas Neues. 2 Menüs zur Auswahl. Alle Rezepte kreiert er neu. Vielleicht nicht ganz pommersche Küche, aber auf alle Fälle alles Produkte aus Vorpommern. Der Steinbutton, die Vogelmiere darunter, die gebackene Blüte, auf Holunderblättern gebraten und zur Dekoration noch etwas Mohn. Ja, alles hier aus der Region, wie wir es heute gefunden haben. Und was man nicht mehr erkennen kann, der Gundermann ist in diesem Schaum mitverarbeitet. Da weiß man, wo man ist und da weiß man, wo man isst. Gut, können wir servieren. Den Fisch bekommt der Koch von Uwe Krüger und seinen Kollegen. Der Inselfischer kennt die besten Stellen. In der Ostsee, aber auch im ruhigen Achterwasser. Während andere Fischer seit Jahren zusehen, dass sie andere Arbeitsmöglichkeiten finden, macht Uwe Krügers Schwiegersohn zurzeit eine Umschulung zum Fischer. Das ist schon etwas Besonderes bei jungen Leuten. Ja, wenn er meine Tochter heiraten möchte, dann habe ich gesagt, dann muss er Fischer werden. Ansonsten müssen wir auf den nächsten warten. Das haben wir bloß einmal probiert. Das hat gleich geklappt. Wir wissen, wenn wir uns angucken, beide wissen wir, was jeder zu machen hat. Und auf dem Wasser sprechen wir eigentlich sehr wenig. Das Wasser spricht mit uns und wir hören wirklich die Natur zu, ja. Wir sind auch sehr, sehr viel auf dem Wasser, um auch wirklich unsere Ruhe mal zu haben. Wir hauen nur vorm Stress ab. Wir gehen schon zum Fischen und das haben natürlich unsere Vorfahren auch schon gemacht. Die sind auch gerne auf dem Wasser gewesen und sind auch ganz lange auf dem Wasser gewesen. Das heißt, die haben auch mit 80 Jahren noch gefischt. So lange, wie ich noch ins Boot reinkomme, werde ich auch noch versuchen, weiter mitzumachen.
Dirk Weichbrot betreibt Ökolandbau auf Usedom und engagiert sich nebenbei im Naturschutz. Am frühen Morgen ist die beste Zeit, um Vögel zu beobachten. Hunderte von Vogelarten sind auf der Insel heimisch oder nutzen sie als Station auf ihren Wanderungen. In der Moorlandschaft am Zerninsee lassen sich noch sehr seltene Exemplare beobachten. Adler ist da. Hier. Schon bemerkenswert, diese Artengemeinschaft, die hier so vorkommt. Aber man kann, wenn man hier steht, natürlich fast vergessen, dass man auf so einer Urlaubsinsel ist. Das ist völlig unwirklich. Das ist ein Kontrast, wie er eigentlich größer kaum sein könnte, ne? Die wirklich interessanten Dinge passieren auf Usedom. In solchen Gebieten wie hier am Zernin, nicht am Strand. Da sind es sicherlich auch schöne Dinge, aber die wirklich außergewöhnlichen Dinge erlebt man hier, mit Sicherheit. Wenn Bernd Kratzel gerade nichts anderes zu tun hat, empfängt er gerne schon vor der Tür die Gäste. Hallo. Geschafft oder geschafft? Hallo. Hallo. Kein Sonnenbrand bekommen? Sehr schön. Alles fantastisch. Die so einen kleinen Schatz auf dem Lippen mal haben oder eine Begrüßung. Das ist schon angenehmer, als wenn man so nur alles monoton vor sich her tragen will. Und dann setzt du die Muscheln da drauf und dann kannst du fein dekorieren zu Hause. Und dann zeigst du dem Papa mal, was du gemacht hast. Ne? Wenn ich den Gast jetzt empfange draußen, und da sehe ich schon, wie er drauf ist. Hallo. Es gibt immer wieder Gäste, die sind gestresst, warum auch immer. Da tun wir natürlich ganz diskret das ablaufen lassen. Schönen guten Tag. Die Körpersprache ist schon sehr wichtig. Und auf den wenigen Augenblicken, die wir haben, hallo, das entscheidet praktisch den weiteren Ablauf. Was sagen Sie dazu? Bevor das regnet, das dauert noch ein bisschen. Ja, gut, kann Sie, ich noch. Sie können noch ganz locker noch mal schön langsam. Ganz langsam. Ganz langsam. Wie im richtigen Urlaub. Wir haben keine direkte Schulung darauf gehabt, auch kein Seminar. Es liegt wahrscheinlich in meiner Natur. Dein Rucksack, komm bitte hier. Hallo, Frau Sanchez. Hallo. Frau Sanchez, Sie haben Ihr Handy vergessen an der Rezeption. Gott, oh Gott. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag heute. Gleichfalls Ihnen auch. Schön aufpassen, Herr Sanchez. Kein Sonnenbrand holen. Danke. Und wenn man doch schon mal den Strand hier runter geht, dann hat man doch den Drang, auch mal ins Wasser gehen zu können. Aber es soll nicht sein. Ich könnte, nicht während des Dienstes natürlich, aber außerhalb des Dienstes könnte ich schon. Genutzt hatte ich das schon, wenn es die Zeit zuließ. Es war befreiend, es war schön. Wenn die Sonne herauskommt, füllen sich sofort die Strände. Aber auch wenn ein kühler Wind weht, können die Gäste im Schutz der Strandkörbe leicht bekleidet am Strand verweilen. Um die Jahrhundertwende dienten die Strandkörbe als Sitzmöbel zum Ausruhen nach Spaziergängen und als beliebtes Fotomotiv. Frauen und Männer mussten in getrennten Badeanstalten schwimmen. Später dann in Familienbädern. Ab den 20er Jahren durften die Urlauber auch frei baden. Die Badeanzüge wurden im Verlauf der Jahre immer knapper, bis sie in der DDR teilweise ganz verschwanden.
In der ansonsten recht gemaßregelten DDR erlebte die Freikörperbadekultur eine Hochzeit. Moin, moin, schöne Frau, was haben wir denn für Sorgen? Der lässt sich irgendwie nicht kippen. Der lässt sich nicht kippen? Nee, verstehe ich auch nicht. Der soll ja nicht umkippen. Der soll, die Strandkörbe sehen heute noch fast genauso aus wie vor 100 Jahren. Nur sind sie inzwischen aus Plastikrohr geflochten und kippbar. Dienen mal als Sonnen- oder Windschutz, mal als Liege. Immer doch wieder gerne. So. Natascha und Andreas Iden lieben ihren Beruf. Sie haben es in der Regel mit entspannten, gut gelaunten Gästen zu tun, die nicht mehr repräsentieren möchten, sondern gelassen ihre Anonymität genießen. Die sind einfach froh, wenn sie auch nur mal Mensch sein können, ne? Und wollen nicht mal mit einem Fischbrötchen den Weg im Strand langlaufen können. Ja, das genießen die auch. Ne? Kann jeder ich selbst sein. Männer, was braucht ihr? Wie in der Sauna sehen auch alle gleich aus und hier am Strand ist es ähnlich. Ne? Alle kommen mit ihrem Strandlaken und ihrem Badebekleidung runter und ihrer Familie. Weit weg von zu Hause, niemand kennt sie, ist doch super. Ist doch ein Grund, warum wir alle in den Urlaub fahren. Mir macht es sehr, sehr viel Spaß. Also auch so Tage wie heute sind ja kein Problem. Ein paar Kilometer weiter östlich, auf der polnischen Seite der Insel, haben junge Kitesurfer ein Stück Strand für sich erobert. Wer etwas mehr Trubel auf Usedom will, fährt auf die polnische Seite der Insel, nach Swinemünde, dem polnischen Swinoujscie. Gerade für Familien ist Swinemünde attraktiv, auch für Deutsche. Die Preise sind hier niedriger, zudem geht es weniger gesetzt zu als in den deutschen Kaiserbädern. Vor allem junge Menschen fühlen sich hier wohler. Das ist Adrenalin pur. Das Tollste für mich sind die Sprünge. Und wenn dir das Wasser ins Gesicht spritzt. Mit Freunden zusammen sein. Spaß haben. Markus, Malena, Mariusz und Agata versuchen, so viel Zeit wie möglich im Sommer in Swinemünde zu verbringen. Hier ist es anders als auf der deutschen Seite. Anders? Ja, es ist anders. Es ist einfach cooler, lockerer. Auf der deutschen Seite sind ja überwiegend Senioren unterwegs. Hier kann man noch ein bisschen feiern, Spaß haben. Da drüben nicht so. Wenn man in unserem Alter ist, kann man hier mehr unternehmen. Ich kann euch sagen, was dort abgeht. Alle Deutschen kommen zu uns und sagen, dass dort tote Hose ist. Die polnische Modedesignerin Magdalena Buchalow fährt jeden Tag über die heute offene Grenze von Swinemünde nach Aalbeck. Sie wurde an der polnischen Ostseeküste geboren und ist nach ihrem Studium nach Usedom gezogen. Lange Zeit verlief eine gut bewachte Grenze zwischen dem deutschen und dem polnischen Teil der Insel. Inzwischen sind die Grenzanlagen abgebaut, die Promenade wurde verlängert und ein Fahrradweg gebaut. Ich denke, dass diese Grenze ist jetzt wie Welle. Vor 5 Jahren war nicht so. Wir waren, die Deutschland war mehr zu, hat Angst gehabt. Und ich denke, es ist Zukunft, dass die vielen Volken können sich mischen. 2004 habe ich mich verliebt. Erst einmal bei einem Mann und dann später in eine Insel. Das war so, das war Anfang. Jetzt ist es ein bisschen anders. Dann bin ich mehr auf diese Insel verliebt. Nur 10 Minuten braucht sie für die Fahrt auf die deutsche Seite nach Aalbeck. Dort betreibt sie eine Boutique mit einem Atelier. Magdalena Buchalow fertigt Einzelmodelle auf Bestellung und neue Kollektionen nach eigenen Vorstellungen.
Jedes Stück ist ein Unikat. Zuerst hatte sie Sorgen, ob so eine Boutique auf einer Urlaubsinsel funktionieren würde. Aber jetzt weiß sie, es war eine gute Idee. Die Frauen, die hier zum Einkaufen kommen, haben viel Zeit, weil sie hier Urlaub machen. Ich hatte letztes Jahr eine Kundin, die sich innerhalb einer Woche 6 Kleider hat schneidern lassen. Die hat sie dann in ihren Koffer eingepackt und mit nach Hause nach München genommen. Es ist ein bisschen schade, dass die Zeiten vorbei sind, wo die Frauen die Promenade entlang schlenderten und die neueste Mode aus Paris präsentierten. Neue Spitzen, neue Kleider, neue Schnitte. Natürlich mag ich auch die alte Mode, aber diese Kleider kann man nicht im Alltag tragen. Diese Zeiten sind vorbei. Wir leben in einer ganz anderen Welt. Aber ich würde schon gern mal eine Kollektion entwerfen, die diese Zeiten ein bisschen widerspiegelt. Im Albecker Hof hat sich für den nächsten Tag eine hochrangige Delegation aus Litauen angemeldet. Das Hotel hat zwar Routine mit berühmten Gästen, aber wenn 40 Personen gleichzeitig und streng nach Protokoll bedient werden müssen, dann ist das auch in diesem Haus etwas Außergewöhnliches. Hark Pezeli kämpft in der Küche mit den Anforderungen. Ruhig auf mein Herz gehen. Ja. Walter Wessiknode aufmontieren. Grundsätzlich würden wir gern kochen, was wir wollen, aber die Direktion sagt, es sollte das Protokoll lesen. Und so war es dann halt auch, dass ein bisschen was geändert wurde, ja. Ja, aus der Räucheraalsuppe wurde dann eine Kürbissuppe und aus dem Reh im Brotmantel wurde dann halt ein Kabinett vom Reh. Bernd Kratzel wird eingewiesen, wie er die Gäste morgen zu begrüßen hat. Herzlich willkommen kann er in vielen Sprachen und jetzt auch auf Litauisch. Pass bei Kinti. Pass bei Kinti. Genau, mit Pass bei Kinti begrüßen wir unsere litauischen Gäste. So rein theoretisch ist es ja allen klar, aber wenn es dann an den Tag ist, dann ist man doch ein bisschen aufgeregt, da muss man aufpassen, dass man sich dann nicht verhaspelt. So eine kleine Nervosität, die schleicht so automatisch ein, aber wir lassen uns das gar nicht anmerken. Überhaupt nicht. Das merkt morgen bestimmt keiner. Pass bei Kindi. Wunderbar. Vielen Dank. Sobald das Restaurant leer ist, beginnt der Probelauf für den morgigen Tag. Lachen, 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 lachen. Zunächst mit leeren Tellern, dann mit Wassersuppe. Konzentration, der letzte war ganz schön. Tak, 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 wie eine Reihe. Erst wenn die Verantwortlichen zufrieden sind, wird das Servicepersonal ins Bett geschickt. Das so funktioniert. Das kann bis spät in die Nacht dauern. Nochmal. Alle Teller gerade. Abends, wenn Andreas Iden die letzten Strandkörbe abgeschlossen hat, macht er, abwechselnd mit den anderen Strandkorbverleihern, Kontrollfahrten über den Strand. Es kommt vor, dass Urlauber die Strandkörbe aufbrechen und sie beschädigen. Manchmal muss er eingreifen. So ein Pärchen, die haben so einen Strandkorb von uns aufgemacht, haben ihre Klamotten da reingelegt und das Gitter dann wieder so vorgedrückt und sind dann baden gegangen. Da habe ich die Sachen auf dem Pickup geladen und bin schon mal ein Stück vorgefahren. Da waren sie dann sehr erschrocken. Aber sie waren schnell aus dem Wasser draußen als drin. Ne? Spätestens um 22 Uhr leert sich in Albeck und in anderen deutschen Seebädern die Promenade. Vier Kilometer entfernt, im polnischen Swinemünde, beginnt um diese Zeit erst das Nachtleben.
Die Kitesurfer sind meistens dabei. Stuckateur Roland Grimm ist oft früh morgens einer der ersten am Strand. Er sucht nach Bernstein und anderen interessanten Steinen. Und oft findet er Schätze, die später im Badetrubel nicht mehr zu sehen sind. Hühnergott ist ein Feuerstein. Hühnergott deswegen, weil er ein Loch hat. Und zwar, wenn man dieses Loch in der Sonne halten tut und dann die gebündelte Kraft sich auf den Brust hauen tut, dann soll er Glück bringen.